Im Namen des COPD Deutschland e.V., der Selbsthilfegruppe Lungenemphysem COPD und der Patientenliga Atemwegserkrankung e.V. möchte ich Sie alle hier heute herzlich begrüßen, sowohl die Besucher als auch die Referenten sowie die Aussteller, und Sie alle herzlich zum Symposium Lunge 2009 willkommen heißen. Ich bin sehr froh, dass es mir auch in diesem Jahr gelungen ist, Referenten aus ganz Deutschland, die auf dem Gebiet der Pneumologie national und international als Kapazitäten gelten, für unser Symposium zu gewinnen. Einige von Ihnen waren ja bereits 2007 und 2008 Gäste des ersten und zweiten Symposiums Lunge. Andere sind heute zum ersten Mal angereist. Das erste Symposium hatte 1300 Besucher, im zweiten Jahr waren es 1700 Besucher. Und wir hoffen sehr, dass wir auch in diesem Jahr diese Zahl wieder erreichen können. Die große Resonanz der letzten Jahre machte doch sehr deutlich, dass für das Thema chronisch obstruktive Atemwegserkrankungen ein erhöhter Informationsbedarf besteht. Die drei genannten Veranstalter werden auch zukünftig stets bestrebt sein, in intensiver Kooperation Betroffenen, Angehörigen und allen anderen Interessierten Informationen, Rat und Hilfe anzubieten. Zudem wollen wir unseren Teil dazu beitragen, die COPD mehr ins öffentliche Interesse zu rücken. Trotz der circa 5 Millionen Erkrankten in Deutschland weiß doch noch kaum jemand, wofür die Abkürzung COPD eigentlich steht. Das Motto des diesjährigen Symposiums lautet COPD und Lungenemphysem. Welches sind die entscheidenden Therapiesäulen von der Prophylaxe hin bis zur operativen Behandlung? Nur über ein ausgewogenes Verhältnis von Informationen, eigenem Krankheitsmanagement, Prophylaxe und der konsequenten Einhaltung der vom Arzt verordneten medikamentösen und physikalischen Therapien kann es den Betroffenen gelingen, trotz schwerer irreversibler Erkrankung und den damit einhergehenden Einschränkungen ein zufriedenstellendes Leben mit entsprechend positiver Einstellung zu führen. Alle Bemühungen sind selbstverständlich nur dann effektiv, wenn man dem Nikotin absolut entsagt. Schafft man dieses aus welchen Gründen auch immer nicht, ist eine schnell voranschreitende Verschlimmerung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Gerne möchte ich Ihnen zum Schluss auch noch eine persönliche Botschaft mit auf den Weg geben. Resignieren und kapitulieren Sie nicht vor Ihrer Erkrankung. Im Gegenteil, lernen Sie mit ihr zu leben. Trauern Sie nicht all den Aktivitäten hinterher, die Sie aufgrund Ihrer Einschränkung nicht mehr machen können, sondern erfreuen Sie sich an all den Dingen des Lebens, die Sie noch problemlos umsetzen können. Genießen Sie jede Minute Ihres Lebens. So halte ich es selbst seit 9 Jahren. Auch mit einem FEV1-Wert von 15%, einer mittlerweile seit 9 Jahren rund um die Uhr angewendeten Sauerstoff-Langzeittherapie und einer nächtlichen invasiven Beatmung lassen sich noch Berge versetzen. Man muss die Höhe der zu versetzenden Berge nur entsprechend seiner persönlichen Kräfte auswählen und anpassen. Das ist des Rätsels Lösung. Das Leben endet nicht mit der Diagnose COPD und Lungenemphysem. Es beginnt neu, nur auf eine andere Art und Weise wie bisher. Winston Churchill hat einmal gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, die Kunst ist einmal mehr aufzustehen, als dass man umgeworfen wird. Wenn wir uns alle daran orientieren, dann werden wir der Krankheit noch lange trotzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen einen interessanten, informativen und angenehmen Tag. Ich erkläre das dritte Symposium Lunge hiermit für eröffnet und ergebe das Wort an unseren Tagungspräsidenten und Moderator, Herrn Professor Dr. Helmut Teschler, medizinischer Direktor der Roland-Klinik am Lungenzentrum Universitätsklinikum Essen. Dankeschön.